Erstes Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Gleich kann es hier losgehen. Hier im Allianz Stadium. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie herzlich im Al-Bayt Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Brasilien gegen Wales. Alle freuen sich hier auf ein tolles Spiel. Sehr interessantes Duell in diesem WM-Gruppenspiel. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß. Und ich glaube, beide wollen heute zeigen, was sie drauf haben. Die Aufstellung von Brasilien. Im Tor ist Alisson. Marquinhos spielt mit Thiago Silva in der Abwehr. Lucas Paqueta steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und im Sturm ist Richarlison. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie bevorzugen einen doch ziemlich defensiven Stil, Buschi. Oh ja, auch heute wieder. Sie wollen geballt vor dem eigenen Tor stehen. Das ist nicht immer attraktiv, aber häufig erfolgreich. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Jetzt haben sie den Ball verloren. Aaron Ramsey. Der Lauf kam ein wenig zu früh abseits. Sie holen sich den Ballbesitz. Angriff Brasilien. Er hat hier die Chance zur Führung. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die kurze Ecke. Da muss er hin und holt sich den Ball. Und Bale. Platz für Bale. Ethan Ampadu. Gutes Tackling. Eder Militao. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Freistoß Brasilien. Jetzt Neymar.
So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Neymar. Klasse durchgesetzt. Er macht zu. Lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. Kurz gespielt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Daniel James. Ethan Apadu. Allen. Wird's jetzt gefährlich? Gibt abseits, Fahne ist oben. Eine Entscheidung, die nicht allen gefällt. Er zwingt diesen Ballverlust. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Keine Unterbrechung hier, es gibt den Vorteil für Neymar. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Und jetzt Ramsey. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Jetzt Neymar am Ball. Marquinhos. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. Da trennt er ihn fair vom Ball. Vinicius Junior. Neymar. Da kommt der Versuch. Gut gehalten. Macht sich lang. Die kurze Variante. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Das war natürlich ein schwacher Pass. Gibt Anwurf. Wer den bekommen sollte, das wissen Sie vermutlich selber nicht. Das ist der Pfiff und damit geht der erste Durchgang hier im Al-Bayt Stadium zu Ende. Das ist heute nicht das Spiel von Neymar, muss man sagen. Heute eher wie ein Fremdkörper in ihrem Spiel. In dieser Form kann er nicht helfen. Durchgang 1, wir legen los mit... WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Sie holen sich den Ball. Allen. Ganz energisch. Er ist frei, der kann was draus werden. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor.
Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem, das macht er ganz abgeklärt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gutes Tackling. Marquinhos am Ball. Lucas Paqueta. Ricalisso. Er spielt steil. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Einwurf, der Ball war draußen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Neymar! Wird das die Führung? Klasse gemacht, stark geblockt. Ja, da müssen sie aufpassen. Sie holen sich den Ballbesitz. Allen. Sehr gut gemacht von Thiago Silva. Sie verlieren den Ball. Ramsey jetzt am Ball. Und er schießt. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Jetzt kommt die Ecke. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Allen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Danilo jetzt. Vinicius Junior. Brasilien vielleicht noch mal mit der Chance auf den späten Führungstreffer. Gut verteidigt. Ramsey. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Ah, das war schwach. So eine Chance darfst du nicht liegen lassen. Oder? Eine Riesenchance. Nur noch den Torhüter vor sich. Der war halbherzig. Beide Teams werden wechseln. Marquinhos am Ball. Ball bei Rafinha.
Starker Zweikampf. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Verteidiger ist dazwischen. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Die Ecke kommt. Rafinha. Zurück auf Neymar. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel hier zu Ende. Dieses unterhaltsame Spiel, das, glaube ich, niemanden enttäuscht hat. Klar, jeder will gewinnen, aber es gibt so Tage, da triffst du auf ein Team, das immer eine Antwort hat, das taktisch gleichwertig ist, spielerisch gleichwertig ist. Und dann kannst du mit so einem Unentschieden zufrieden sein. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Sie holen hier das Remis. Ausschlaggebend war natürlich dieses Ausgleichstor. Das war unglaublich wichtig. Und dieser Alu-Treffer, ja, über den wird man hier noch reden. Der Sieg war heute möglich.